statistisch gesehen. Datenreisen durch den Kanton Zürich. Immer wieder liest oder hört man in den Medien von der finanziellen Situation von Schweizer Haushalten. Ganz oft kommen Daten dazu, aber aus Befragungen, die halt immer mit gewissen Ungenauigkeiten verbunden sind und auch persönliche Einschätzungen widerspiegeln. Mein Name ist Simon Graf und bei mir ist heute Irene Böckmann vom Statistischen Amt. Sie hat erst kürzlich Daten aus verschiedensten Quellen zusammenführen, um das erste Mal ein fundiertes Bild von der finanziellen Situation von Zürcher Haushalts zu zeichnen. Willkommen, Irene. Hoi Simon. Vielleicht gerade zum Anfangen, was genau ist ein Haushalt, wie lautet die Definition davon? Ja, genau, das ist eine gute Frage, weil man hat vielleicht schon so ein landläufiges Gefühl für was ein Haushalt ist. In diesen Daten, also ich kann vorausschicken, das sind Daten aus den Steuern, aus den Steuerdaten und Einwohnerregister von der Gemeinde. Und dort können wir eigentlich identifizieren, wer zusammen in einer Wohnung wohnt, in einer Wohnung angemeldet ist. Und das ist für uns im Sinn von diesen Daten ein Haushalt. Haushalt werden ja oft auch synonym mit dem Wort Familie oder mit dem Begriff Familie benutzt, aber das ist nicht ganz genau das Gleiche. Oftmals ist es deckungsgleich, aber es gibt natürlich auch Haushalte, wo zum Beispiel familiäre Beziehungen über Haushaltsgrenzen hineingehen. Gerade wenn man daran denkt, getrennte Eltern, wo vielleicht Kinder mal beim einen Elternteil sind und eine Zeit beim anderen Elternteil oder hin und her gehen die unterschiedlichen Modelle, die können wir quasi in den Daten nicht erfassen. Also so wie die in den Daten, das definiert ist, ist ein Haushalt einfach die, die zusammen an einer Adresse gemeldet sind. Also auch meine ehemaligen Studierendenwege ist ein Haushalt gewesen, gemäss der Definition. Genau. Zwei, ein unverheiratetes Paar, aber auch Haushalt, wo zum Beispiel mehrere Generationen zusammenwohnen, genau, mehrere Familien zusammenwohnen, das ist einfach ein Haushalt. Und wie geht es diesen Haushalten? Man lässt oft, dass sie ein bisschen finanziell auch unter Druck stehen. Ist da etwas dran? Ja, also wenn man jetzt einfach alle Einkommensquellen zusammenzählt, wo die Haushalte haben, also nicht nur Erwerbsarbeit, sondern auch zum Beispiel Einkommen aus Rente, IV-Rente oder Sozialhilfe, einfach alle Einkommensquellen zusammen und ein Durchschnittseinkommen ausrechnet, dann kommt man auf ein Durchschnittseinkommen von etwa 130'000 Franken für Haushalte mit Kind. Und im Vergleich dazu, Haushalte ohne Kind haben etwa 100'000 Franken. Und der Vergleichshaushalt, da habe ich jetzt nur Haushalte genommen, wo Personen, die im Erwerbsalter sind, so quasi als Vergleich. Weil wenn man einen Durchschnitt von 130'000 hört, dann weiss man nicht, ist das viel oder wenig. Man braucht wie so einen Referenzpunkt, genau. Und der Vergleichshaushalt, der Vergleichsdurchschnittshaushalt ist sozusagen einfach ein Haushalt mit Personen, die sich im ähnlichen Alter sind, aber einfach ohne Kinder und Jugendliche drin. Das überrascht jetzt aufs erste Lesen, dass die Haushalte mit Kind insgesamt mehr Einkommen haben? Genau, das ist einfach der frankenmäßige Betrag, aber natürlich sind Haushalte mit Kind im Durchschnitt doch grösser. Also der typische Haushalt, wie ich gesagt, besteht aus 4 Personen, 2 Eltern, 2 Kinder. Und der typische Haushalt ohne Kind und Jugendliche besteht aus 2 erwachsenen Personen. Also um die finanzielle Situation von diesen Haushalten wirklich zu vergleichen, müssen wir eine Art wie so die unterschiedliche Haushaltsgrössen und auch die Altersstruktur von diesen Haushalten in Betracht ziehen. Man kann da wie eine Art das Pro-Kopf-Einkommen berechnen. Und wenn man das, quasi das Pro-Kopf-Einkommen vergleicht, dann sieht man schon, dass eben die Haushalte mit Kindern und Jugendlichen dann bei etwa 60'000 Franken Pro-Kopf-Einkommen, ich tue das jetzt so in Anführungs- und Schlusszeichen setzen, liegen. Und Haushalte ohne Kind und Jugendliche etwa 15'000 Franken mehr, also etwa 75'000 Franken im Jahr Durchschnittseinkommen haben. Um die Pro-Kopf-Zahl berechnen, teilst du jetzt in einem 4-Personen-Haushalt einfach die 130'000 durch 4?
Nein, nicht ganz. Du musst dir vorstellen, also wenn ich alleine wohne, sind im Verhältnis, also im Durchschnitt auch wieder gesehen, meine Wohnkosten zum Beispiel relativ zum Einkommen höher, als wenn ich zum Beispiel mit jemandem anderem zusammenwohne und die Wohnkosten kann teilen. Also es gibt so Einspareffekte in dem Sinn, im Konsum auch. Und darum, das Pro-Kopf-Einkommen, da sagt man, der Fachbegriff dafür ist das Äquivalenzeinkommen, und da rechnet man die erste erwachsene Person im Haushalt mit einem Gewicht 1 oder quasi 1 und die zweite dann nur noch 0,5. Also ich würde einen Zwei-Personen-Haushalt das Pro-Kopf-Einkommen würde ich quasi das Durchschnittseinkommen durch 1,5 teilen. Genau, also so tut man so ein bisschen die Altersstruktur und Haushaltsgröße in Betracht ziehen. Gut, so macht das auch wieder Sinn. Das ist auch das, was man wahrscheinlich ein bisschen erwarten als ausstehende Person. Genau. Dass man ohne Kind wahrscheinlich finanziell im Durchschnitt ein bisschen besser gestellt ist. Genau, also die Haushalte mit Kind sind tendenziell übervertreten bei den einkommensschwächeren Haushalten und untervertreten bei den einkommensstarken Haushalten. Jetzt gehe ich aber davon aus, dass Kind nicht der einzige Grund sind, wieso es die finanziellen Unterschiede gibt. Kann man dann auch sagen, dass vielleicht auch die Personen, die in diesen Haushalten leben, sich in verschiedenen Lebensphasen befinden und darum vielleicht auch anders verdienen? Ja, genau. Also die konkrete Zusammensetzung von diesen Haushalten beeinflusst natürlich auch das Haushaltseinkommen. Also zum Beispiel sieht man Unterschiede in den Durchschnittseinkommen zwischen Haushalten mit zwei Eltern, die verheiratet sind, und zwei Eltern, die nicht verheiratet sind. Und das hat eigentlich nichts mit dem zu tun, ob sie verheiratet oder nicht verheiratet sind. Die Unverheirateten sind einfach eine sehr spezifische Gruppe von Eltern. Sie sind tendenziell haben sie weniger Kinder und jüngere Kinder, also nur ein Kind. Und dort lässt sich natürlich auch Familienarbeit und Erwerbsarbeit geringer vereinbaren, als wenn du mehr Kinder hast. Sie haben auch häufiger tertiäre Ausbildung, also eine Uni-Ausbildung oder eine Fachhochschule oder eine andere tertiäre Ausbildung. Und durch das haben sie auch ein bisschen höhere Durchschnittseinkommen. Also man sieht, dass die Einkommen werden ein bisschen durch die Anzahl und das Alter der Kinder und die Erwerbssituation der Eltern beeinflusst. Aber natürlich auch, wer sind die Eltern und was für einen Hintergrund haben sie? Welche Berufe üben sie aus? Was für eine Ausbildung haben sie? Jetzt sind wir schon mitten in den Unterschied, den es gibt innerhalb von diesen Haushalten, wo Kinder im Haushalt haben. Was gibt es denn da für unterschiedliche Haushaltsformen und wie sehen da die finanziellen Unterschiede aus? Bei diesen Haushaltsformen, weil wir eben mit Daten aus den Einwohnerregistern und hauptsächlich auch mit Steuerdaten arbeiten und nicht zum Beispiel mit Befragungsdaten, wo man die Leute direkt fragen, hey, was ist deine Beziehung zu den anderen Haushaltsmitgliedern, müssen wir quasi aus den Merkmalen, die wir haben, das Alter zum Beispiel und den Zivilstand, Beziehungen zwischen den Haushaltsmitgliedern ableiten. Und darum ist es manchmal ein bisschen schwierig, um die Zuordnung machen, was ist zu welchem Haushaltstyp gehört jetzt der eine Haushalt, oder wir können zum Beispiel auch nicht, wir wissen zum Beispiel auch nicht, hat es eben einen anderen Elternteil, wo sich Familienarbeit auch teilt, mit einem, also wenn zwei Eltern getrennt sind, das wissen wir wie nicht, oder? Und darum ist das so ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, so eine gröbere Einteilung, also ich kann nur unterscheiden, ist es ein Ein-Eltern-Haushalt oder hat es zwei Eltern, sind die verheiratet oder nicht verheiratet? Oder dann gibt es auch so eine Kategorie von Haushalten, wo zwei Familien miteinander wohnen, zwei alleinerziehende Eltern, aber dort ist eben auch die Schwierigkeit, die könnten ein Paar sein oder nicht. Also es ist nicht ganz einfach, um die zu unterscheiden, aber quasi die Hauptunterscheidung zwischen den Haushalten mit zwei Eltern und ein Eltern, da sieht man wirklich einen deutlichen Unterschied. Also in den Einkommen, aber in den Vermögen, wo man auch mit diesen Daten anschauen können. Also zum Beispiel bei den Einkommen sehen wir, dass ein Elternhaushalt im Durchschnitt, das ist jetzt auch wieder das Pro-Kopf-Einkommen, etwa 45'000, 46'000 im Jahr haben, also das Gesamteinkommen. Und bei Elternpaaren ist das etwa bei so 60'000, 70'000. Also man sieht da, je nachdem, eben, ob sie verheiratet oder nicht verheiratet sind, also man sieht da recht deutliche Unterschiede.
Und das hat auch eben mit der Erwerbssituation zu tun. Also wir wissen auch, das ist auch das Schöne an den Daten, wir wissen auch, von wo das die Einkommen kommen, oder? Also wir wissen, ob es Einkommen aus Erwerbsarbeit haben oder auch aus anderen Quellen. Das scheint auch logisch, oder? Ich meine, oder eine Person oder ein älterer Haushalt, die haben wahrscheinlich auch weniger Zeit zum arbeiten zu gehen. Und ich nehme an, durch die Erwerbsarbeit ist wahrscheinlich auch bei den meisten die Haupteinkommensquelle. Genau, das ist so. Also das kann man wirklich durchweg sagen, bei allen Haushalten mit Kind ist das Erwerbseinkommen ist echt die wichtigste Einkommensquelle. Das ist auch bei den älteren Haushalten so. Aber man sieht schon Unterschiede. Also bei den zwei älteren Haushalten, dort haben quasi fast 100%, also die sehr grosse Mehrheit, haben Einkommen aus Erwerbsarbeit. Es müssen nicht unbedingt beide Elternteile sein, es kann auch ein Elternteil sein. Und bei den Einelternhaushalten sind es etwa 85%. Das ist ein bisschen niedriger. Bei den Einelternhaushalten sind eben andere sogenannte Transfereinkommen auch noch wichtig. Also das sind Unterhaltszahlungen von ehemaligen Partnerinnen und Partnern, also Alimenten. Und auch Leistungen aus der Sozialhilfe. Also da sieht man auch deutliche Unterschiede, dass etwa 20 von 100 Eine ältere Familie beziehend Sozialhilfe und etwa 2 von 100 zwei ältere Familien. Also doch ein deutlicher Unterschied. Mhm. Ich nehme an, diesen Unterschied sieht man auch bei den Vermögen. Du hast gesagt, du siehst auch Vermögensdaten. Genau, eben in den Steuern tun wir nicht nur die Einkommen deklarieren, sondern auch Vermögenswert. Und wenn man jetzt das steuerbare Einkommen anschaut, also das ist quasi das bereinigte Vermögenswert minus die Schulden. Wenn man das anschaut, dann sehen wir wirklich, also bei den Einelternfamilien haben im Durchschnitt 16'000 Vermögen. Also das ist auch wieder das mediane, das mittlere Vermögen. Also 50% von den Einelternhaushalten haben mehr, 50 weniger. Und bei den Zweielternhaushalten ist es etwa 100'000, also ein bisschen mehr als 100'000. Wiederum 50% mehr, 50% weniger. Und wenn man jetzt das vergleicht, dass wir wissen, ja, die Vermögen, die nehmen so gegen das Pensionsalter und mit dem Übergang ins Pensionsalter recht steil zu, weil viele Leute dann erben. Und wenn man jetzt das vergleicht, die Vermögen, dann bei Personen, bei Haushalten, wo nur Personen im Pensionsalter drin wohnen, das ist etwa das mittlere Vermögen, ist die Leute dort ungefähr, also ich runde jetzt grob 400'000. Also es ist etwa viermal mehr als bei Haushalten mit zwei Eltern. Also sieht man deutliche Unterschiede. Bei den Personen, die im Pensionsalter sind, kannst du jetzt aber nicht mehr sagen, ob die einmal Kinder hatten oder ob sie nie Kinder hatten. Nein, genau, das können wir nicht. Wir haben wieso einfach zu dem Zeitpunkt, wo wir Daten haben, das ist im Moment für das Jahr, das aktuellste Jahr, das wir haben, ist 2018, dass sie einfach zu dem Zeitpunkt hat es in dem Haushalt keine minderjährigen Kinder gehabt, oder zu dem Haushalt hat es nur Personen über 64 in dem Haushalt gehabt. Also wir wissen nicht, sind das Eltern, haben die erwachsene Kinder zum Beispiel, oder nicht. Also von dem her können wir nicht, wir wissen ja auch, dass es so langfristige Effekte gibt von Kind auf Einkommen, oder? Das können wir zum Beispiel jetzt mit diesen Daten noch nicht anschauen. Genau, weil wir einfach die langfristige Perspektive nicht haben. Noch. Die werden wir aber noch überkommen. Das Ziel ist, die Daten regelmäßig zu aktualisieren. Und dann können wir auch schauen, wie sich die Haushaltseinkommen über die Zeit hinweg entwickelt oder was passiert, wenn jemand ein Kind bekommt, wie verändert sich da die Erwerbssituation, die Einkommenssituation, genau, das ist natürlich dann ganz spannend. Ich nehme an, ganz grundsätzlich die Daten überhaupt überzukommen, ist vermutlich nicht ganz ein einfaches Unterfangen gewesen. Wir reden da von Einzeldaten, wo ja auch gewisse Datenschutz unterstellt sind, zu Recht. Wie genau bist du zu dem Privileg gekommen, die Daten können zu verknüpfen und zu bearbeiten? Ja, genau. Also das ist wirklich ein super spannendes Projekt. Wir haben da einen Auftrag vom Kantonsrat bekommen. Das Interesse ist, dass man eine Datengrundlage hat, wo man eben kann ein bisschen besser untersuchen, wie geht es den Haushalt. Also nicht nur den Personen, den Einwohnenden, sondern wie
quasi geht es den Einheiten, die oftmals, und ich nicht in jedem Haushalt, auch eine Art wirtschaftliche Einheit bilden, oder? Also zum Beispiel die Studi-WG, da bildet meistens, also teilt man sich die Wohnkosten, aber da tut man eigentlich, die kann man oftmals nicht quasi poolen, aber bei anderen, gerade bei Familienhaushalten, tut man ja echt, dann oft sich die Mitglieder die finanziellen Ressourcen teilen. Und darum macht das ja da Sinn, oder auf dieser Haushaltsebene zu schauen. Und dass man auch dann kann schauen, wie zur Diskussion stehen die familienpolitischen Massnahmen sich zum Beispiel könnten auswirken. Also da braucht man wirklich eine gute Datengrundlage auch. Und das haben wir früher eben nicht gehabt. Und mit dem Auftrag haben wir dann auch so ein Datenverknüpfungsprojekt eigentlich gemacht. Das heisst, dass wir aus unterschiedlichsten Quellen mit unterschiedlichen Stakeholdern verhandelt haben. Und auf der Grundlage, also unsere rechtliche Grundlage ist, also wichtig ist das Statistikgesetz, wo es erlaubt, Daten, die eigentlich im Rahmen von der Erfüllung von staatlichen Aufgaben, wie zum Beispiel Besteuerung, Daten, die so entstehen, wie so eine sekundäre Nutzung zu machen. Aber bei uns geht es natürlich nie darum, was Person X in der Gemeinde Y verdient, sondern immer nur um Durchschnittswert. Also das heisst, wir brauchen die Daten zu statistischen Zwecken, nicht personenbezogene Zwecken, genau. Und die Daten sind auch anonymisiert. Das hat das Bundesamt für Statistik für uns gemacht. Wir haben einen Datenverknüpfungsvertrag mit ihnen. Wir kommen einfach Daten von ihnen über, also zum Beispiel aus den Sozialversicherungsregistern. Also das sind die Daten, wo, wenn man Sozialversicherungsbeiträge zahlt, wo registriert wird, wie viel ist unser Einkommen, das versichert ist, wo nachher benutzt wird, wenn wir pensioniert werden, um zu berechnen, wie viel Rente aus der ersten Säule zu schulden anfangen, dass wir überkommen. Und so haben wir etwa 12 verschiedene Datenquellen miteinander verknüpft und haben jetzt eben die Möglichkeit, wie so eine Gesamtschau zu machen von dieser finanziellen Situation von Haushalten. Nicht nur die, ich habe jetzt einfach die mit Kindern angeschaut, aber grundsätzlich können wir da einen ganzen Strauss von möglichen Fragestellungen beantworten. Und für welches Jahr werden wir das nächste Mal die Daten hoffentlich zur Verfügung haben? Ja, also es ist so, dass das ist recht aufwendig, aber wir hoffen, dass wir bald mal Daten bis zu 2021 werden haben. Da können wir schon ein bisschen schauen, wie sich wie die Verläufe über die Zeit sind, über mehrere Jahre hinweg. Genau. Und es wird natürlich immer spannender, je länger Perspektive zurückgehen ist. Aber es ist natürlich schon so, dass man immer so ein bisschen hinten anhinkt, oder? Also das ist auch so mit Daten, die im Rahmen von der Erfüllung von staatlichen Aufgaben entstehen, dass die oftmals halt nicht tagesaktuelle Daten sind, aber dass der Vorteil von diesen Daten ist, ich glaube, das hast du ja am Anfang so ein bisschen erwähnt, wenn man das vergleicht mit Befragungsdaten, oder, da haben wir so einen kleineren Messfehler auch, weil ich muss mich nicht, wenn mich jemand fragt, wie viel verdienst und aus welchen unterschiedlichen Quellen verdienst du wie viel Einkommen, dann muss ich mich quasi daran erinnern. Und manchmal ist meine Erinnerung auch nicht ganz richtig, oder? Das geht uns allen so. Und bei den Steuerdaten haben wir das nicht, oder? Dort ist es quasi einfach das, was deklariert ist auf der Steuererklärung. Aber es hat wieder andere Nachteile, wie zum Beispiel das mit den Haushalten, oder? Dass zum Beispiel wir nicht wissen, wie die familiären Beziehungen sind, die über unterschiedliche Haushalte sich hinweg erstrecken, oder? Also zum Beispiel genau die getrennten Eltern, die zusammen die Kinder schauen. Und vielleicht auch eben finanziell zum Unterhalt von diesen Kindern beitragen. Also da haben wir zwar schon ein bisschen Daten auch, aber wir wissen nicht unbedingt quasi, wir können nicht identifizieren, wie viel Einkommen hat das andere Elternteil, das nicht zusammen mit diesen Kindern gemeldet ist. Genau. So haben Daten halt immer Vorteile und auch so ein bisschen Grenzen, Möglichkeiten und Grenzen eben. Wie ich schon gesagt habe, das perfekte Daten gibt's halt sehr selten. Super. Wir sind sicher alle gespannt, was das wird rauskommen bei der Analyse von den ersten Zeitreihendaten, wenn wir es dann haben. Vielen Dank für das Gespräch, liebe Irin. Danke vielmals, Simon. Hat mich gefreut. Bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke mich herzlich fürs Interesse und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schickt uns die wie immer an
datashop@statistik.ch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Statistisch gesehen. Datenreisen durch den Kanton Zürich.